Der Scheibenverlust und die Chance zum 1:0 für die USA. Dustin Brown mit dem Führungstreffer. Kalinin wollte ja zu Korovikov spielen, der in der Mitte frei ist. Aber gut aufgepasst von den Amerikanern. Und sie nutzen die Chance sofort zum 1:0. Dustin Brown, dritter Turniertreffer von Vjatčeslav Bukov. Die beiden konzentrieren sich, wie gesagt, jetzt nur noch auf die Nationalmannschaft. Oh, Tor von Bulibek! Ist das zu fassen? 1:1, Kowalczuk mit dem Ausgleichstor. Das ging ja blitzschnell. Fünftes Tor bei dieser WM. Ilja kommt das Bulli. Kowalczuk steht frei. Da müssen die Amerikaner normal. Backes. Hatte einen Moment Platz, aber es dauert dann doch zu lang. Kowalczuk bei ihm, hat sich den Puck abgeholt. Kowalczuk. Oh. Und Tor! Und Tor für Russland. 2:1. Und wieder ist es Ilja Kowalczuk. Weltklasse Antritt von Ilja Kowalczuk, der wird aufhören mit der Geschwindigkeit, volle Bulle weiterzulaufen, die dann allen verteidigt. Der Mitspieler angeschossen. Johnson, glaube ich, war da mit dem Schläger noch drin. Auch hier geht der Schläger kaputt. Und die Russen sind jetzt wieder komplett. Lyles, Johnson mit neuem Arbeitsgerät und das Tor! 2:2, Okposo! Und der Pass kam nicht von Johnson, sondern von Hainsey, der gewechselt hat. Die USA gleich hinaus. 2:2. Ja, Johnson musste da wechseln wegen dem gebrochenen Stock. Hainsey kommt aufs Eis und er zieht diesmal nicht ab, sondern passt aufs lange Eck zu Okposo. Ja, das hätte den Haken geben können. Radulov, Nikolin, Radulov versucht das, ja, Tor, Radulov mit dem 3:2, er hat es so oft versucht und jetzt hat er die Lücke gefunden, 1:47 vor dem Ende, Alexander Radulov, 3:2. So reichen. Der Titelverteidiger steht. Ja, eine Chance gibt's noch. Eine Chance gab es noch für O'Sullivan. Und jetzt ist es vorbei. 3:2 schlägt Russland die USA. Der Titelverteidiger steht wieder im Finale. Aber er musste alles geben. Er ist bis an die Grenzen gefordert worden von den USA.